SickSimBars.de, immer noch bei der Release Party, jetzt mit Sick, er hat auch heute sein Album rausgebracht. Ja, stell dich einmal kurz vor für die Leute, die ich noch nicht kenne. Sick 400 Osnabrück, Alter. Ich habe gerade mein Release rausgebracht, Suizide Tendenzen. Gerade gefeiert im Outlaws Club Osnabrück. Tendenz war ja ein bisschen niedrig so, aber mit die Atzen feiern, Alter. Erzähl mal was zu deinem Album. Also das heißt Suizide Tendenzen. Ja. Der Titel zieht sich durchs Album, oder? Überwiegend auf jeden Fall. Ist halt in einer Zeit entstanden, wo ich mehr oder minder so ein bisschen suizidgefährdet war. Okay. Ich habe es lange angekündigt, ich glaube 2004 oder so hatten wir es schon das erste Mal angekündigt oder so. Wir haben lange überlegt, ob wir es überhaupt noch rausbringen. Weil es sind sehr viele persönliche Sachen dabei gewesen. Ja. Letztendlich haben mir viele Leute Mut gemacht und so, und ich habe so ein bisschen aufgepeilt und dann letztendlich jetzt rausgebracht. Wie gesagt, allgemein recht sehr persönlich so. Zum anderen hart, düster, also es wird kein liebliches Lied oder so drauf sein. Ich kotze mich aus, mich richtig aus auf meinen Track so. Der einzig aktuellere so ist mit Frauenarzt entstanden. Mhm. Er hat noch einen Track schnell fertig gemacht, zu mir rübergeschickt, ich habe noch schnell drauf recorded und so. Der so vom Lyrischen, der einzige, der so ein bisschen futuristischer ist so, oder zu dem, was ich jetzt gerade wirklich aktuell mache, weil man darf nicht vergessen, die Texte waren echt, sind sehr alt. Okay. Und teilweise war es ein bisschen Patchwork, das Album zusammenzubringen. Dazu muss man noch sagen, so auf den letzten Drücker Computer ausgefallen, Computerexperten haben uns die Scheiße wieder zusammengesetzt. Dann bis auf den letzten Drück auf ein paar Features gewartet und so. Ich habe ja lange, lange drauf gehofft, so dass Boogie aus dem Knast kommt und noch ein Feature bringen wird. Und dann war es soweit und passt, Alter. Ich freue mich eigentlich, dass das Album jetzt zu diesem Zeitpunkt rauskommt. Es passt in die Jahreszeit. Es passt voll so. Alle Leute, die ich eigentlich drauf haben wollte, sind drauf. Wer ist noch drauf, außer Boogie Frauen? Bastard, zweimal. Okay. Ja, meine Leute 400 Osnabrück, Alter. Fast der ganze Clan Player Smooth, Joe Lokito fehlen leider. Das mussten wir zum Schluss leider darauf verzichten, weil wir waren schon über 80 Minuten. Das okay. 80 so. Wer hat es produziert? Produziert überwiegend J.O. Ne? Scome hat was beigetragen, Serp hat was beigetragen, Puppenspieler, DJ Quarks, wo ist mein DJ? Alter, auf jeden Fall. Alles klar. Erzähl mal was sogar auf 400. Also viele Leute wissen, also können nicht wirklich was mit 400 anfangen, wer jetzt alles dazugehört, weil es tierisch viele Leute sind so. Gibt es ja auch wieder Untergruppierungen, ja, und so. Es gibt alte Gruppierungen 400 und so, es sind manche Leute halt nicht mehr dabei. Wir sind aktuell die Straßenspieler, OGP, Schmaler Schatten, die Newcomer bringen auch in Kürze ihr erstes Album raus. Ja. Friedhof Chiller, Jason Sick und Schlafwandler. Wir machen, wie gesagt, haben jetzt auch vor kurzem unsere Solos rausgebracht. Jason kommt im Frühjahr wahrscheinlich. Dann gehören dazu Sess One, das Beast. Wen haben wir noch? Ich vergesse jetzt voll viele Leute. Player Smooth ist so sporadisch dabei. Phantom, Joe Lokito. Wohnt nicht mehr in Osnabrück, so weiter. Atze sei gegrüßt. Ab und zu kommt er so zur Party. Weil er muss morgen arbeiten, deswegen war er nicht da. Atze hat mich schon auch noch angerufen. Der ist nämlich auch noch auf dem Album drauf. Atze krank, alter Bielefeld. Okay. Hat mich angerufen, er muss morgen arbeiten, nach Familie und so. Ich habe gesagt, ich denke an dich, Alter. Ich habe an dich gedacht. Die ganze Menge hat an dich gedacht, wo wir Terror gespielt haben. Zweimal. Also dein Album ist jetzt draußen, so arbeitest du schon wieder an neuen Projekten? Ganz chill. Oder schon wieder was im Hinterkopf, sehen, so, was du demnächst irgendwie machen willst? Schlafanlage? Also im Hinterkopf habe ich so viele Sachen, dass ich sie in meinem Leben gar nicht verwirklichen kann. Wo manche Sachen werden eben auch am finanziellen scheitern. Wenn ich die Wahl hätte, Alter, würde ich mit Rammstein auf der Bühne stehen. Till, der Frontmann, ist eh nicht mehr dabei. Ich will einmal so ein Instrumental im Hintergrund haben und damit vor so einem Massenpublikum stehen. Hättest du insgesamt auch mehr Bock, so richtig diese Rockschiene mal ein bisschen zu fahren, oder? Ich mache hin und wieder Rocktracks so, aber... Okay. Ja, also einmal habe ich zu Ehren von Outlaws einen gemacht. Mhm. Den kann man auch bei den Outlaws runterladen auf der Seite. Aber ansonsten eher so Rap. Ich meine, ich habe damals viel Metal gehört, ich habe auch Rap gehört, kam aber sehr spät dazu und da hat mich auch an sich nur so Memphis-Kacke irgendwie geflasht, Basics Mafia, war sehr düster, wir haben viel am Friedhof gechillt, passte so irgendwie. War schon so ein Herzensding, ist schon passend. Eins muss ich noch kurz dazwischen werfen, wo wir bei den Features waren. Kaiser ist auch drauf, aber Kaiser rappt nicht. Kaiser konnte nicht rappen, er war verletzt.
Deswegen, die Leute sollen es nicht wundern, Alter. Er hat mir zu Ehren halt so ein paar Zeilen so gesagt. Okay, aber er war, ist drauf, Alter! Kaiser, für mich ein ganz großer Kopf in diesem Game. Release Party habt ihr im Outlaws Club gemacht. Bist du da mit den Outlaws hier in Osnabrück oder wie kam das zustande? Ich habe erst einen Atzen von denen kennengelernt. Mit dem war ich lange sehr, sehr gut unten und so. Und jetzt habe ich dann über ihn dann die anderen so ein bisschen kennengelernt. Wir machen so einen gegenseitigen Support, ist das halt. Ich mache ein bisschen Support für die, wie gesagt, ich habe den Track gespendet, so. Oliver war da für mich und so, passt schon, Alter. Außer aus Osnabrück. Hier gibt es auch das andere alle, aber mit den Jungs komme ich klar. Alles klar. Was gibt's bei dir sonst noch? Hast du noch irgendwas zu sagen, so? Außer, dass ihr bald Album kaufen sollt. Aber ich sag euch gleich, Alter, sehr depressiv, Alter. Wer mir so wirklich auf Straßen mit und so steht oder so, sollte sie warten auf kommende Projekte oder so. Aber, weil dieses wird nicht nur persönlich depressive Kacke, die ich da von mir lasse. Alles klar, gehört für dich dann dazu, deinen ganzen Frust wahrscheinlich abzulassen, ne? Das ist die Intention zu rappen bei mir. Ja, okay. Ja, ist klar. 16 Barsley. Wir können überall.